Krieg. Krieg gegen den Kongo und Krieg gegen die Chinesen gleichermaßen parallel. Sind wir es Kütengrößen wahnsinnig? Oder sind wir einfach bloß tapfer? Eine Frage, die großen Anführern der Geschichte aufgestellt worden ist und die man es im Nachhinein korrekt beantworten kann. Es sei denn, man hat Live-Zuschauer. Hey, ihr da, Team WB, Team Piro und alle anderen Unentschieden. Glaubt ihr, dass Königin Tomyris der Skythen und ihr treuer Atlatos Writing Bull größenwahnsinnig oder tapfer seid? Postet erstmal bitte auf YouTube, würde mich sehr interessieren. Hier greifen wir an, Kinshasa und die Hauptstadt Mbanza Kongo, letztere als erster, haben einen kleinen Ring von Reitern drumherum platziert. Wir werden jetzt mit dem Kollegen Speer, ich mache jetzt mal, wenn der nur da stehen bleibt, das, was ich sonst selten mache im Let's Play, nämlich Tastatur benutzen, einmal kurz Leertaste drücken. Der soll da bitte stehen bleiben, der soll da bitte auch stehen bleiben. Und den Rambock dagegen, den brauchen wir dringend an der Front. Der soll da rüber ziehen, rumpelt rüber. Wahnsinniges Tempo hat der Kleine drauf. Unser Reiter hier bei Port Zürich, da ist die Frage, wollen wir hier oben ein bisschen aufmischen bei Buenos Aires? Da ziehen wir schon mit ein paar Einheiten rüber. Warum eigentlich nicht? Machen wir auch. Ich zieh mal hier hin und mit dem Reiter hinterher. Und vielleicht noch einen zweiten Reiter, um da oben ein bisschen für Unruhe zu sorgen. Könnte man sich durchaus vorstellen. Oder einen hier lassen und falls Truppen von Kinshasa auskommen, den da stehen lassen. Wie viele Reiter haben wir hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da könnte ein siebter durchaus sinnvoll sein. Ich ziehe zumindest mal hier hin so. Und noch ein zweiter. Und da bleibt er erstmal stehen. Okay. Und hier haben wir noch einen Handwerker stehen. Kurze Erinnerung, was die Forschung betrifft. 6 Bauernhöfe bauen. Bin mir nicht sicher, ob wir das packen. Aber wenn wir das bauen wollten, was machen wir dann? Kurgans werden wir mit Sicherheit nicht mehr bauen. Dem Glauben haben wir abgeschworen oder der Hoffnung, dass wir da noch irgendwas reißen können. Aber, ach, das kriegen wir auch so. Die 6 Bauernhöfe. Den Feudalismus, das klappt, glaube ich, auch so. Blick auf die Ausrichtung. Das wird so schnell eh nicht mehr funktionieren. Bis den Bonus werden wir so lange nicht. Der braucht ja jeweils eine Runde pro Modernisierung. Da sparen wir vielleicht 2, 3 Runden. Ja, das sehe ich nicht ein. Wir setzen ihn stattdessen ein. Um an Ort und Stelle. Gibt es irgendwo Weiden? Die sind schon alle gebaut. Um an Ort und Stelle vielleicht noch die eine oder andere Modernisierung zu bauen, die wir wirklich brauchen. Annehmlichkeiten. Welche würden wir hier benutzen? Hier ist ein Bauernhof, der wird noch nicht mal benutzt für den Bau. 6 von 7 Wohnraum, nächster Kornspeicher in 3 Runden. Können wir den Bau eventuell beschleunigen? Nee, sehe ich nicht. Die Einheiten stehen alle schon sehr vernünftig hier platziert. Dann holen wir uns stattdessen eine Luxusressource hier. Wie viel Gips haben wir schon? Wird das oben angezeigt? Leider nicht. Dafür müsste man ins Handelsmenü wechseln. Ich ziehe mal hier hin. Mit dem Siedler geht es Richtung Norden. Da wollen wir hier oben eine Stadt gründen. Ich ziehe mal hier alles rüber. Dafür brauchen wir gleich einen Reiter. Den ziehe ich vielleicht gleich wieder retour. Damit er hier den Siedler beschützt und beschirmt. Die können wir leider nicht angreifen. Er ist doch eine einzelne Einheit der Kongolesen. Bei den Chinesen steht er. Das sind die beiden chinesischen Städte, die wir parallel angreifen. Changsha und Chengdu. Brillant, wie ich Chinesisch sprechen kann, oder? Ich hoffe, alle von euch beeindrucken zu können, die selber kein Chinesisch können. Den Rest wahrscheinlich nicht. Hier haben wir ein Pferd. Hier sind so viele schon. Einfach mal weiter Richtung Osten damit. Ein Bautrupp. Gips anschließen. Luxusressource Steinbruch. Okay. Jetzt löst er sich auf, genau. Das war die letzte Modernisierung, die der machen konnte. Ja. Mit dem können wir gar nichts machen. Einmal aussetzen. Mit dem können wir da auch nichts machen. Einmal aussetzen. Weil hier ein Angriff über den Fluss klappt nicht. Hier unten ein Speer. Wir flüchten vor dem barbarischen Krieger sehr gerne. Das war schon. Einmal über den Fluss drüber. Eine Runde weiter. Gerne. Und vor allem hier wird es wohl ein kleines Gemetzel geben. Wahrscheinlich weniger bei den Kongolesen. Aber hier bei China. Na,
Amerika mag das nicht, wenn alle sich gegeneinander, wenn man ständig Leute angreift. Das kann der Sumerer nicht leiden und auch Gilgamesch, ihr Gottkönig, das legendäre Anführer, der mag das nicht, denunziert uns. Er denkt, wir betreiben Kriegstreiberei, was auch stimmt. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, weil das ist eine richtig starke Militärmacht. Nicht so stark wie wir, aber stark genug. Und da, wo die im Westen ihre Städte haben, da sind wir ein bisschen entblößt. Da haben wir nicht so wahnsinnig viele Einheiten. Noch ist keiner von unseren Einheiten draufgegangen. Die Chinesen haben noch keinen killen können. Die schwächen einige unserer Truppen. Das ist nicht so furchtbar schlimm. Hier im Norden findet ein Kampf statt. Oh, oh lala. Unser guter, einziger Freund Saladin, der Chef der Araber, der mag das auch nicht. Ein Sprichwort sagt, dass das Haus eines Tyrannen eine Ruine ist und ich sehe um euch herum nur Ruinen. Auch er denkt, wir würden Kriegstreiberei betreiben. Da kommt Nanmadol, die Stadtstaatentruppen, greifen uns an, unseren Speer hier. Die sind ja mit den Chinesen verbündet. Verloren haben wir, glaube ich, keine Einheit. Ein Blick auf die Sumerer hier im Westen. Die sind im Krieg mit den USA, mit den Amerikanern. Washington, New York haben sie eingenommen. Gegen Baltimore marschieren sie. Wir sollten hier also nicht alles abziehen. Wir sollten ein paar Verteidiger hier in Ravenna vielleicht belassen und auch ein paar Einheiten, obwohl hier oben haben wir schnell Einheiten produziert. Das ist nicht so schlimm. Und die kommen hier, die Kongolesen, ach komm, die brauchen keine Unterstützung. Buenos Aires packt das auch so. Dann werden wir Folgendes machen, dann werden wir mal den Siedler, den wir hier oben hinziehen, hier oben wollen wir eine Stadt gründen, den werden wir mal bewachen und beschirmen durch einen Reiter. Bogenschützen. Lassen wir auch in Pokrovka drinstehen. Allein schon, weil wir nicht wissen, was da eventuell noch an Barbaren kommt. Die Idee mit den Kurganen, die lösche ich mal. Die potenziellen Standorte, die ich da markiert habe, weil wir haben ja schon die Hoffnung aufgegeben, dass wir eine Religion gründen können. Ein Blick auf die Kongo-Front. Fangen wir da an. Das ist ein bisschen übersichtlicher, weil die Kongolesen nichts übernommen haben. Nichts ist vergleichsweise wenig. Wir ziehen langsam vor. Wir überlegen uns, ob wir dem Feind ein erstes Ziel bieten wollen. Vielleicht die eine oder andere Einheit rauslocken können. Den hier zum Beispiel können wir vielleicht rauslocken. Hauptsache, der stellt sich nicht in die Stadt rein. Hierhin. Mal schauen, was es bringt, wenn wir hier plündern. Ich hatte Gold. Glauben, 25 Glauben. Nehmen wir mit. Und den Reiter hier. Ja, vielleicht können wir vom Osten her kommen. Gleich, wir setzen gleich mal rüber. Hier haben wir einen Reiter. Wir nähern uns allmählich. Der Speer zieht auch hier hin. Bleiben alle, wo sie sind. Das ist die Front im Kongo. Und hier der Kollege. Der steht da gar nicht mal so schlecht. Der soll mal Kinshasa ein bisschen bewachen. Falls sie von hier oben kommen. Oder hierhin, da kann der vielleicht noch in den Kampf eingreifen. Wenn es gegen den hier geht. Okay. Das ist die Front auf der rechten Seite, den Krieger. Dann ziehe ich mal. Der soll da ruhig bleiben. Der bleibt da mal. Hier wird eine Mine gebaut, noch mehr Annehmlichkeiten. Und der Kollege hier. Ja, jetzt sind wir hier in Chengdu. Vor den Toren, jetzt beginnen wir mal mit den Chinesen. Erst beginnen wir mal mit dem Bogenschützen hier. Ein bisschen übrig und wenn wir Glück haben, dann heilt die Einheit aus, wenn wir uns den angreifen und killen. Können wir den killen? Ja. Das ist
ist ja eine der Spezialeigenschaften unseres Küten. Wenn wir einen Gegner töten, bekommen wir Lebenspunkte dazu. Haben wir auch welche verloren beim Angriff? Nein, wir haben den nicht gekillt. Der bleibt übrig. Dann holen wir uns die Trefferpunkte für diese Einheit. Kein Problem. Und Beförderung sogar verfügbar. Sehr schön. Jetzt wollen wir doch mal hier langsam... Können wir hier hin? Eins, zwei... Eins, zwei, einer verlief. Ja, das müsste klappen, aber dann nicht. Das hier ist ein Hügel, ne? Was ist das für eine Einheit? Grasland und Hügel. Angriff von hier. Den Verteidigungsbonus, da hat er keinen. Und wir brauchen, glaube ich, die Einheiten von hier unten aus. Wir ziehen in die Reichweite der Stadt rein. Oh, ein Speerträger drin. Da müssen wir aufpassen. Hier verlieren wir aber nicht viel. Das machen wir. Aber nicht mehr in dieser Runde. Das wird nicht klappen. Hier rüberziehen klappt auch nicht. Wir könnten direkt oft gegen den Speerträger, aber da bin ich mir nicht so sicher. Wir festigen den mal. Und werden stattdessen jetzt hier über den Fluss mit dem Krieger. Krieger gegen Krieger, bedeutender Sieg. Den Reiter über den Fluss, auch ein guter Sieg. Fangen wir mal hiermit an. Dann ziehen wir den Krieger lieber vor die Stadt. Er ist gegenüber dem Speerträger nicht so empfindlich. Okay. Und den hier, den will ich nicht verlieren. Der steht mir zu dicht an. Die Stadt hat keine Stadtmauer. Nein. Kann aber von dem Belagerungsgerät da... kann der angegriffen werden. Trotzdem, das ist mir zu riskant. Den ziehe ich mal. Eins. Wir warten mal ab. Wir kümmern uns erstmal um die Kollegen hier unten, die ja direkt an vorderster Front stehen. Sehr viele Einheiten. Der könnte den killen, oder? Nee? Klappt nicht ganz. Der hier kann den schwächen. Und der kann dann eins vorrücken. Und sollte dabei ausheilen. Ist nicht unriskant. Kann sein, dass der Reiter drauf geht. Aber wir haben ja sehr viele Reiter. Also, dass der drauf geht gleich, wenn der von so vielen verschiedenen Gegnern angegriffen wird. Hier haben wir einen, ja, dieses Katapult kann ihn gleich beschießen. Die Stadt hat eine Stadtmauer, kann ihn auch beschießen. Ein Reiter muss allerdings über den Fluss angreifen. Und die heilige Stätte hier wiederum, wo der drauf steht, ist auf einem Hügel. SF6 genießt ja auch Kavallerie, einen Verteidigungsbonus. Mit dem hier ziehen wir ein Feld, ziehen wir hier hin. Nee? Ich weiß, wie wir es machen. Wir ziehen dem eins zurück. Mit dem, nee, nicht an der Kontrollzone vorbei. Wir ziehen hier hin. Achso, da oben ist auch eine Kontrollzone. Ja, jetzt kann er hier nicht mehr angreifen. Ich habe mich vertan. Das ist doof. Da kann er auch nicht mehr angreifen. Da habe ich mich vertan. Da habe ich mich verzählt. Der kann aber hier rüber und dann schießen. Oder Frontalangriff durch den Reiter. Es geht genauso gut. Na super. Sehr schön. Klasse. Gut gelaufen. Und den schlawinern wir hier drumherum. Da kann er gleich auch in den Kampf eingreifen. Der kann leider nur ein Feld weit feuern. Der hat ein kleines Problem. Zu viele Gegner. Den müssen wir ein Stückchen zurückziehen. Die Frage ist, wohin? Ich ziehe den mal eins hoch auf den Hügel. Da kann er von keinem Feld aus angegriffen werden. Das ist auch ein Hügel. Da kommen die Kollegen nicht hin. Ich setze mal eine Runde aus mit dem. Das ist ein chinesischer Krieger. Oh lala. Dann wollen wir den mal beschießen.
Wir haben 4 Bewegungspunkte. Hier drüber kostet 2, einer Verlust durch Kontrollzone. Können wir auch, ja, wir machen das hier hin. Genau, da kann er noch feuern. Mit dem kriegen wir den, glaube ich, nicht, ne? Nee, aber den kriegen wir gleich mit durch den gekillt. Es sei denn, der geht wassern. Wenn er wassern geht, dann könnte die Einheit die noch im Wasser erwischen. Das geht auch. Achtung, noch ein chinesischer Krieger. Wer hätte das gedacht? Da ziehen wir schon mal auf diese Seite des Hügels. Und warten da mal dort ab. Und hier, also die Stadt da oben, die kriegen wir da mal genug Einheiten. Aber hier ziehe ich mal vor. Bleibe erstmal auf der Seite des Flusses. Noch einen Bogenschütze. 1, 2, ja, 3 Felder. Aber holla. Hierhin hat er noch einen Bewegungspunkt und damit kann der feuern. Auch der Speer ist weg. Hm, klasse. Und dann haben wir hier noch auf der linken Seite, das sind ja alles so schlafende Einheiten, ein Krieger, bis der da rechts angekommen ist. Den lassen wir wegen den Sumerern auch an Ort und Stelle stehen. Das bleibt alles hier, wie es ist. Die bewegen wir nicht, die Einheiten. Damit haben wir, glaube ich, alles bewegt. Programm sagt noch nicht. Der hier hat keine Beförderung. Den ziehe ich mal. Dem setze ich... Ach, ich setze den hier an. Der wird, glaube ich, nicht mehr in den Kampf eingreifen, so schnell. Hierhin. Dann kann er nächste Runde heilen. Die Einheit bleibt an Ort und Stelle. Ebenfalls. Die Förderung ist auf Hügel. Komisch, dass uns alle Welt hasst. Ich weiß gar nicht warum. Aber die haben doch uns angefangen. Die haben angefangen. Wir morden als Zweite. Die Entschuldigung, die alle Gewaltherrscher und Gewalttäter vor Prozessen vor Gericht raushauen. Man ist ja immer nur Opfer. Ich will den Täter mal sehen, der nicht sagt, er sei Opfer von Vater, Mutter, gesellschaftlichen Verhältnissen. Ich bin provoziert worden, der hat mich doof angeguckt. Wie auch immer. Ich will mal den Täter sehen, der einfach nur sagt, ich hatte Bock drauf zuzuschlagen, es war mal alles andere scheißegal. Nicht, dass ich über unsere Sküten hier reden würde, ich denke natürlich an Pyropato. Der kommt tatsächlich raus, der Kongo, die Kongo-Spezialeinheit, ist ein Stückchen vorgezogen. Beförderung, mal gucken, was wen und was wir alles befördern können. Mal die Produktion wählen. Hier. Als nächstes in der Stadt. Im Wohnraum ist wieder bestens. Feudalismus in 6 Runden. Die Karte mit dem Handwerker. Die hier. Wie lange dauert ein Handwerker hier? 5 Runden. Das ist mir zu, also etwas zu früh. Noch einen Bogenschützen bauen. Der kostet uns ja keinen Unterhalt. Wegen der entsprechenden Politikkarte. Das machen wir, glaube ich. Ja. Bogenschützen und danach. Leider gibt es immer noch nicht, ich spiele ja mit der Release-Version, leider gibt es noch nicht die Möglichkeit, hier eine Bauschlange einzurichten. Finde ich sehr, sehr schade. Kümmern wir uns erstmal hier um den Kongo. Ja, wir marschieren hier langsam vor. Das sind die beiden selbstproduzierten Städte, selbst errichteten Städte der Kongolesen. Das sind die beiden Stadtstaaten, die erobert haben. Wenigstens Sansibar zu erobern, eine afrikanische Stadt, das finde ich doch atmosphärisch stimmig, dass die Kongolesen das gemacht haben. So, jetzt kommen wir uns mal langsam vorbewegen. Mit dem Kollegen hier geht es hier hin. Mal ausheilen. Mit dem ziehen wir vor. Der bereitet das vor.
ihm hier, machen wir den finalen Schlag und bekommen dann außerdem noch Lebenspunkte zurück. Prima. Und mit dem bleiben wir außerhalb der Reichweite von Kinshasa. Und ziehen hierhin vor. Und mit den anderen können wir uns durchaus Kinshasa allmählich nähern, aber nur mit Rambok. Nur mit Rambok. Und mit dem Rambok sind wir in zwei Runden schon da. Rambok 1 nach vorne. 1 hierhin. Obacht, das ist auch eine Stadtmauer. Ein Lager hat immer eine eigene Mauer. Was ich nicht weiß, ist, wie weit ein Lager feuern kann. Da bin ich jetzt überfragt. Ich bleibe einfach mal auf dieser Seite des Flusses. Da bleiben wir stehen. Oh, das ist Quatsch. Von da aus kann ich ja nicht angreifen. Ich muss ja doch ein, zwei, ich habe ja nur diese vier Felder hier, wo ich angreifen kann. 1, 2, 3, 4 über den Fluss, in Reichweite von dem Lager. Ich weiß nicht, wie weit das feuern kann. Das ist echt doof jetzt. Ich setze mal einen rüber, dann kriege ich das raus. Oh, da oben noch ein Krieger. Jetzt sind wir wieder hier, bei den Chinesen. Ein Krieger, ein Speerträger, das Katapult. Eins hier rübergezogen. Mit den Bogenschützen hier. Skytischen Reiter hier. Der kann befördert werden. Dafür ziehe ich den 1 nach rechts. 2 nach rechts. Und klicke auf Befördern. Mit den Bogenschützen hier. Hier hin. Und feuern. Und außerhalb der Reichweite der Stadt bleiben. Der hier müsste sich den eigentlich schnappen können und dann sollte der eigentlich gekillt sein. Klasse. Mit dem können wir jetzt angreifen. Die Stadt hat keine Mauer. Vorher mit dem nur eins hier vorziehen. Dann können drei auf einmal angreifen. Mit dem gleich auf den Fluss rüber. Kann der aber nicht angreifen. Wenn er direkt angreift, deutliche Niederlage, zu geringe Kampfwerte, greife ich vielleicht doch lieber das bei dem die Belagerungswumme erstmal an. Außerhalb der Schussreichweite bleiben. Einmal hier hin. Einmal hier hin. Erst die Einheiten aus dem Weg räumt an die Stadt. Bleibt ein kleiner Rest übrig bei dem Katapult. Bin gespannt, wo das hinzieht. Könnte mir vorstellen, dass es vielleicht zieht die KI das in die Stadt rein, um es zu heilen kann, um es zu heilen. Das wäre natürlich nicht so clever, weil der Speerkämpfer würde dann wiederum raus. Dann wäre die Stadt schwächer. Wie man es macht, das, ich möchte nicht in der Haut der KI stecken jetzt. Den schwächen wir schon mal. Den Gegner, aber das ist so minimal. Dann können wir den auch nicht wegziehen. Ach komm. Wir machen das so. Der zieht eins vor. Können wir gleich dann nach hinten wegziehen, wenn der zu viel verloren hat.
Und den hier ziehen wir schon mal. Oh, der kann sich befördern und dann heilen. Kann man von da ohnehin nicht angreifen. Ich ziehe erstmal eins hoch und auf die andere Seite des Flusses. Da brauchen wir ihn ohnehin. So, jetzt sind wir hier unten. Jetzt kommt der Angriff auf Shangsha. Wie ist die Situation hier? Stadtmauer. Auf die Felder sollten wir nicht draufziehen. Der Speer wird hier angegriffen. Wir wollen mit der Ramme möglichst dicht ran. Und wir müssen einen Ring bilden rund um die Stadt. Hier, der kommt nicht so weit. Den ziehe ich erstmal hier hoch. Mit dem hier. Ziehe ich hier hin. Mit dem Rambock ziehe ich in den Wald rein. Der Krieger, dem geht es nicht so gut. Und jetzt könnte eigentlich die Einheit, ja, jetzt kann sie gleich dank des Rambocks ordentlich Schaden der Stadtmauer zuweisen. Oder wir kümmern uns erst um das Katapult. Hier ist auch noch, oh, hier sind noch mehr Katapulte. Erst die Einheiten killen, dann die Stadt. Das ist schwierig, es sind viele Einheiten. Das ist ein Hügel, wir lassen den Feind mal kommen, wir spielen auf Zeit. Der soll erstmal vorkommen, der kann über, das hier ist ein Flachland, genau, der kann über den Hügel hinweg uns nicht beschießen. Wir sind außerhalb der Schussreichweite und deshalb werden wir jetzt das nutzen und ziehen hier hin. Wir haben dann immer noch einen Bewegungspunkt und können auf das Katapult feuern. Dann können wir mit der Einheit ein bisschen Glück das Katapult töten. Ich vermute aber nicht, dass es klappt. Oder schon mal ganz, ganz stark hier die Stadtmauer runter. Ich mach's mal hier. Erst die Einheit und dann die Stadt. Selbes Problem für die KI wie oben bei der anderen Stadt. Ein Katapult außerhalb der Stadt hat massiv Lebenspunkte verloren. Innen drin ist eine starke Verteidigungseinheit. Was tun? Krieger, den bin ich durchaus bereit, vielleicht sogar zu opfern hier gleich im Kampf gegen Katapult, wo immer das hinzieht. Ich ziehe mal eins hier hin. Und jetzt könnte ich den Speer in Sicherheit bringen, aber mir wird das nichts ausmachen, wenn der jetzt gegen den Krieger hier erstmal, wenn der Krieger versucht hier hinzuziehen und er das Feld erstmal besetzt hält. Da gibt es echt, echt Schlimmeres. Rein in die Stadt und aushalten, das dauert lange. Ja. Wunderbar. Klasse. Super gelaufen. Und jetzt haben wir noch hier einen Krieger, der Chinesen. Sehr schön. Und hier der skythische Reiter kann dank der Ramme ordentlich Schaden zufügen. Dito. Der bleibt da mal. Mal hier hin, um nachher vielleicht überzusetzen, da mal zu gucken. Andere Seite. 1, 2, 3, ja, wir haben genug auf der Seite. Mal hier hin. Oder hier hin. Rüber auf die andere Seite. Und abwarten. Bogenschütze sollen den. Achso, wir haben ja keinen, ne?
Dann könnte doch, hier ist ein anderer Bogenschütze zur Verteidigung. Der soll dem Siedler folgen. Wir schon die Geländemodernisierung gebaut. Er hat noch zwei Möglichkeiten zu bauen. Hier oben könnte er das Silber anschließen und irgendwas anderes Feines machen. Dann ziehen wir erstmal rüber und holen uns hier noch eine Luxusressource. Bogenschütze bleibt da. Hier hat keine Bewegungspunkte mehr, um die Beförderung durchzuführen. Okay, der Ring um Changsha und Chengdu ist schon beeindruckend. Die beiden chinesischen Städte. Allerdings kommt von unten noch ein bisschen Gefahr. Und hier im Osten haben wir den Kongolesen. Da sind wir nicht ganz, da hinken wir ein bisschen hinterher. Allerdings greifen wir da auch die Hauptstadt als erstes an. Wie es weitergeht bei diesem Gemetzel, Skythen gegen den Rest der Welt, den wir entweder jetzt schon angreifen, der uns jetzt schon mal hasst, Auflösung. Nächste Folge geht's weiter. Mir macht's im Augenblick eine Menge Spaß. Ich hoffe, ihr fühlt euch auch ganz gut unterhalten. Bis dann. Tschüss.